Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Staffel von Factorio, diesmal mit Mods. Also die erste Staffel war ja komplett Vanilla und da haben wir 130, 140 Folgen rum gespielt und so ziemlich alles ausgereizt, was Vanilla normal herbringt. Außer jetzt extremen Konstruktionen mit irgendwelchen Bahnhöfen und dergleichen. Da haben wir so ein bisschen uns ran gewagt. Aber jetzt würde ich ganz gerne sehr viele Mods ausprobieren. Es gibt wesentlich mehr, aber ich habe erstmal einen recht stabilen Haufen mir zusammengesucht. Und die stelle ich mal ganz kurz vor. Also, der Hauptkern dieses Spiels wird sein DiTech. DiTech fügt recht viele Maschinen hinzu, wobei das Wichtigste für mich bei DiTech sind die Inserter, also die Ärmchen. Da gibt es nämlich wesentlich, wesentlich mehr und man kann dadurch viel besser feintunen, wo Sachen auf den Fließbändern landen muss und dergleichen. Natürlich gibt es dann auch eine neue Energieversorgung, es gibt neue Ressourcen, es gibt neue Abwehrtürme, es gibt neue Gegner. Recht viel ist in DiTech enthalten. Es ist ein Übermod quasi. Denn, um das Ganze noch ein bisschen zu ergänzen, habe ich mir geholt Roadworks. Das fügt eigentlich nur Straßen hinzu, auf denen man schneller laufen kann. Aber ich will sie haben, damit man die Basis ein bisschen high-techiger gestalten kann. Weil in der Vanilla-Welt hatten wir irgendwelche super-mega-Laser-Batterien und die standen einfach nur auf dem Dreckboden. Das ist ein wenig komisch. Also will ich das damit ein bisschen anders gestalten. Dann haben wir noch zwei Mods drin, die die Zeit verändern. Und zwar das eine Ding, der Day-Night-Extender, sorgt dafür, dass die Tage und die Nächte dreimal so lang sind. Also ein Standardzyklus in Vanilla sind 7 Minuten. Das fand ich immer ziemlich schnell. Ich wusste nie, wann Tag und Nacht ist und wann sich das abwechselt. Und die Übergangsphasen waren doof wegen den Lichtern und so weiter. Deswegen hier das Ganze dreimal so lang. Ich hoffe dadurch, dass das Ganze ein bisschen flüssiger läuft, nicht mehr so viele Umbrüche da sind. Und der zweite Zeitmod ist da, Time Buttons. Der sorgt zum einen dafür, dass wir oben links eine Anzeige haben, wie viel Uhr wir haben. Was schon mal sehr praktisch war, aber wie gesagt, ich wusste vorher nicht, ist es jetzt Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Und dass wir Zeit beschleunigen können und verlangsamen. Also es gibt da so ein paar Knöpfe und da kann man dann draufdrücken, dann geht die Zeit bis zu 10-mal so schnell. Das ist gerade praktisch, wenn man nicht wirklich etwas zu tun hat, sondern einfach nur auf Ressourcen wartet. Und dann muss ich keinen Cut machen und 5 Minuten off-camera aufnehmen. Dann machen wir es einfach auf 10-fach und ich rede über irgendeinen Schluss. Und dann passt das schon. Dann haben wir noch Landfill. Der ist sehr schön, der Mod. Der sorgt nämlich dafür, dass wir Wasser zuschütten können. Oder, wenn wir Wasser brauchen in irgendeiner Basis oder dergleichen, dass wir eine Sprengung machen können und dann ist da ein Wasserloch. Um zum Beispiel Steam Engines mit Wasser zu befüllen oder dergleichen. Sehr, sehr praktisch. Ja, das wären erstmal die Mods. Eventuell kommen später noch welche dazu. Aber ich denke, das sollte für den Anfang reichen. Und es geht mir primär darum, auch erstmal ein schön stabiles Spiel zu haben. Und nicht 30 Mods reinballern und alle 5 Minuten mal crasht. Das wäre irgendwie doof. Ja, also, neues Spiel. Ich hatte schon angefangen, mir Seeds rauszusuchen. Also hier Map Seeds. Damit ich in einer schönen Karte spiele, dass genug Öl da ist und so weiter. Map Seed 17 zum Beispiel. Ein 7. Da hat man von vornherein direkt am Spawnpunkt 10 oder 12 Ölfelder. Aber da dachte ich mir irgendwann, komm, das ist doch viel zu cheaty und lassen wir mal. Also ich versuch's jetzt mit total random. Kann in die Hose gehen, aber ich habe dann ein besseres Gewissen, wenn ich das so mache. Ebenso werde ich auch nicht das Öl erhöhen, was ich ja am Ende des letzten Let's Plays in Erwägung gezogen hatte. Wir müssen einfach damit zurechtkommen mit dem, was wir haben. Und wenn kein Öl da ist, müssen wir halt Außenposten bauen und die verteidigen. Das gehört für mich jetzt zum Spiel dazu. Okay, also einfach Generate drücken und bitte, bitte, bitte nicht viele Bäume. Und bitte genug Eisen, Kohle und Kupfer in der Nähe. Öl können wir später holen. So, erstmal gucken, ob alles funktioniert. Das ist der erste Punkt. Ein gutes Anzeichen, dass es funktioniert, dass man die Button sehen kann und dass diese Grafiken hier angezeigt werden. Ja, alles gut. Edelsteine. Wow, sehr gut. Wow. Jackpot. Ehrlichkeit zahlt sich aus. Ehrlichkeit zahlt sich aus. Sehr geil. Okay, also wir haben schon mal Öl. 315%. Gut, also wir haben schon mal Öl. Wir haben Limestone. Das brauchen wir erstmal nicht. Wir haben Stein, wir haben Stein, wir haben Stein, wir haben Stein. Wir haben Limestone. Was? Okay, wir haben kein Eisen. Wir haben da oben noch mehr Öl. Ach du Kacke. Also wir haben Steine. 2 verschiedene und davon sehr viele.
und wir haben Öl. Wir haben nichts anderes. Das ist nicht so wirklich schön, weil nur das Gebiet direkt um uns herum ist sicher. Wenn ich jetzt weiter nach außen gehe, um irgendwie Eisen zu finden oder Kupfer oder dergleichen oder Kohle, dann werden wir einfach nur umgebracht, denke ich mal. Ja, das hier ist Limestone, dieses hellblaue Zeug. Da hinten ist Kupfer, da könnte Eisen sein, okay. Speed mal hochdrehen, für schneller laufen. Irre praktisch. Mini-Kupferfeld. Da ist Eisen, okay, einfach. Und bevor wir hier was bauen, hätte ich gerne eine Holzspitzhacke. Ja, Holzspitzhacke, keine Eisenspitzhacke. Eisenspitzhacken müssen wir erst freischalten. Genauso wie Eisenzahnräder. Und um die freizuschalten, muss man die vorherige Textstufe selber im Inventar herstellen. Also diese Wood Axe zum Beispiel. Davon müssen wir jetzt 100 Stück oder so herstellen und erst dann dürfen wir Eisenspitzhacken bauen. Das ist ziemlich übel. Ziemlich übel. Aber gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Also, ich baue jetzt ein bisschen Holz ab, damit ich hier schon mal den ersten Drill hinstellen kann. Der uns dann ein bisschen Arbeit abnimmt. Eine Holzkiste, dahin kriegst die Hälfte von unserem Holz. Bau ein bisschen Stein ab. Und der soll Stein abbauen, damit wir noch ein Mining Drill herstellen können. In der Hoffnung, dass wir irgendwo ein Kohlefeld finden. Und da dann zwei Drills hinstellen können mit diesem Trick, dass sie sich gegenseitig befüttern. Dann hätten wir schon mal kein Brennmaterialproblem mehr. Und wir haben keine Holzpicke mehr. Eins, zwei, drei. Gib ihm. So, du bist am Arbeiten. Hier unten haben wir noch mehr Kupfer. Da haben wir noch mehr Öl. Ja, wir werden keine Ölprobleme haben. Und ich sehe Kohle und Eisen. Sehr gut. Wir können aber noch kein Mining Drill Ding bauen. Doch, wir könnten hier von Hand das abbauen. Das dauert ja nur dezent Jahre. Fünffach. Ja, gib ihm. Habe ich erwähnt, dass das mit dem Time-Mod echt praktisch ist. Nachteil allerdings, die Aliens sind genauso fünffach schneller. Also sie mutieren fünffach schneller, sie bauen fünffach schneller Basen und dergleichen. Also schön vorsichtig mit dem Timer da umgehen. Nicht mal auf mal 10 drücken, Käffchen trinken gehen, da kommt man wieder und die ganze Karte ist rot. Also du dahin, dich befüttern, weggehen, später Ressourcen abholen. Das ist gut. Eisen. Eisen hätte ich auch gerne. Dafür bräuchten wir aber erstmal neue Drills. Dafür müsste ich wieder mehr Stein abbauen. Und wir hatten ja eigentlich oben den Stein-Drill aufgestellt. Das heißt, ich laufe da mal kurz hin und guck, was der in der Fünffach-Zeitgeschwindigkeit so alles gebaut hat. Und ich nehme ihn auch gleich mit, weil der bringt mir hier oben gar nichts, wenn er so weit weg ist. Wo war das? Ach, meine Sachen werden gar nicht angezeigt, oder wie? Doch, ein blauer Punkt müsste da... Ah, da hinten. Lauf. Da. Ja, 73, das reicht doch erstmal. Mitkommen. Da wäre auch Eisen, aber keine Kohle. Dafür Kupfer. Nee. Ich will hier in der Nähe von dem Feld erstmal bleiben, damit wir schön einfach an Treibstoff rankommen. Gib mir. Ja, fast ein Stack. Sehr gut. Also du. Da, Kiste, halben Stack Kohle, mach mir ganz viel Eisen. Weg. Hopp. Und während er da am Arbeiten ist, baue ich jetzt erstmal Holz ab und stelle ganz viele Holzpickäxte her, damit wir endlich die bessere Pickaxe bekommen. Da, bau mal 10 Stück davon. Und 2 Furnaces. Ah, Boiler kannst du auch schon bauen, stimmt. Könnten mit der Stromgewinnung anfangen. Stone Gear, Iron Plates, Pipes. Ist alles machbar. Gleich. Weg. Also sobald das Eisen fertig ist. Stimmt, wir hätten das Eisen gleich einschmelzen lassen können. Du.
Mitkommen. Hinstellen. Einschmelzen. So, was sind eigentlich das hier für kleine Haufen? Können wir da drauf bauen? Ja, gut. Weil Wasser können wir zwar zukippen, aber da der Mod ja doch ein paar Sachen einfügt, wie sowas hier zum Beispiel, wäre es doof, wenn wir jetzt eine riesige Fabrikanlage aufbauen und dann ist da so ein Stein im Weg, den ich nicht abbauen kann. Kann ihn aber zerstören. Okay. Das ist gut. So, Kohle, Kohle. Mehr Kohle. Oh, die Stacks sind auch größer, kann das sein? Ja, Stackgröße ist auch erhöht durch Ditech. Sehr schön. Heißt, wir können die Sachen richtig gut lange laufen lassen, ohne uns drum kümmern zu müssen. 75 da rein, gibt mir Eisenplatten. So. Ich hätte gerne Strom. Und zwar hätte ich gerne eine Secondary Steam Engine. Secondary, weil das ist die Priorisierung von den Stromsystemen durch Ditech. Das heißt, man hat zum Beispiel primär Solarzellen. Das heißt, wenn wir Energie brauchen, werden die Solarzellen abgezwackt. Also die Energie kommt von den Solarzellen. Wenn das von den Solarzellen nicht reichen sollte, dann werden die sekundären Energielieferanten angesprochen. Zum Beispiel die Steam Engines. Und dann, wenn sowohl die Solarzellen als auch die sekundären nicht reichen, dann werden die tertiären angesprochen. Und so kann man es richtig schön staffeln, wann welche Maschinen arbeiten sollen und so. Ich muss mir jetzt allerdings überlegen, wo kommt die Fabrik hin? Ölfelder. Kann man Ölfelder überbauen? Das ist eine gute Frage. Ja, kann man. Sollte man nicht, aber kann man. Theoretisch genau hier, wo der Fluss ist, wäre ein schöner Kasten. Aber ich denke, der wird von der Breite her gar nicht reichen. Ich glaube, ich sollte erst ein bisschen aufdecken, bevor ich weitermache. Problem beim Aufdecken, wir könnten schon Gegner aufdecken. Wobei das nicht viel ändern würde, weil die sind ja so oder so da. Ob wir sie sehen oder nicht, macht nicht viel Unterschied. Ich hätte nur gerne vorher schon eine Waffe, also bessere Waffen. Ich schnapp mir mal ein paar davon. Stell. Was brauchen wir hierfür? Kupfer. Nee. Okay. Ich brauche Burner Mining Drill. Und ich brauche das Kupfervorkommen, was hier irgendwo war. Da hinten. Oh, da ist ein ganz kleines. Sehr gut. Das schnappen wir uns mal. Du abbauen. Hier Schmelzofen. Kohle. Kohle, Queen. So, was haben wir hier? Repair Pack. Das ist die Vorstufe von diesem komischen stiftartig aussehenden Ding, was man im Vanilla hat. Alien-Artefakte, nein. Hier, Water Begone. Das füllt Wasserflächen auf. Das ist praktisch. Und Landfill braucht 20 Steine. Ja, aber es bringt alles noch nichts. Also es bringt mir nicht jetzt irgendwas aufzufüllen, wenn ich nicht weiß, ob die Basis wirklich da bleibt oder nicht. Und da sind die ersten Gegner. Die sollten wir möglichst schnell töten, damit sie nicht groß werden. Ja, eine Base, zwei Spawner, soweit ich das sehen kann. Ich laufe mal einmal einen kleinen Kreis hier außen rum. Da haben wir noch mehr Stein. Da habe ich komisches weißes Zeug. Was ist das komische weiße Zeug? Kristallformation. Oh, schick. Das klingt gut. Aber so wirklich nah dran scheinen sonst keine Basen zu sein. Ah, hier ist gut viel Fläche. Ja, ja. Sieht immer besser aus. Also hier könnten wir schon einen riesigen Komplex reinballern. Und das ganze Öl ist dann nur so eine Seitenbasis. Okay. Ich denke, damit ist das geklärt. Oh, was haben wir da oben? Also da ist Limestone. Da ist noch Kupfer. Okay. Also hier ist denn die obere Ecke von unserer Basis, wo der Wald anfängt. Dann können wir den Wald benutzen als Schadstoffschlucker. Wofür er ja auch da ist. Limestone. Da oben haben wir noch mehr davon. Oh, und da sind die ersten Gegner. Aber ja, hier rechts scheinen gar keine Gegner zu sein.
Das heißt, das da unten schalten wir möglichst schnell aus, da oben machen wir dicht und hier kommt die Basis hin. Okay, das heißt, Stromgewinnung kommt hier von dem Wasser aus. Was machen wir jetzt mit unseren ganzen Drills und dergleichen? Lassen wir die hier? Werden wir müssen, oder? Weil da haben wir Kupfer, wir haben kein Eisen. Eisen scheint hier echt ein Problem zu sein. Aber ich will nicht meckern bei so viel Öl, wie wir haben. Du kommst mal mit. Ihr kommt mit. Ihr kommt mit. Nö, ich werde die einfach so weiterlaufen lassen und sporadisch hier vorbeischauen.